Kuckuck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tomb Raider im Director's Cut mit den Unfinished Business, dem Add-on zu Tomb Raider 1. Nee, hier. Diese Musik macht mich manchmal wahnsinnig. So. Wir sind das letzte Mal hier in der letzten Folge hier bei dieser Katze hochgekrochen, direkt in den ins Maul rein. Ja, war keine einfache Aufgabe. Ich springe natürlich wieder hier runter, ich sehe es schon kommen. So. Wir haben hier vor dem Schalter sind wir stehen geblieben, ja. So. Ziehen wir einfach mal das Ding. Weltniveau. So. Das ist natürlich auch eine richtig böse Falle. Hier, guck doch mal hier. Ich werde aber trotzdem mal versuchen, mich hier runter zu hangeln. Ich gehe mal auf die Falle hier ein, die sie mir gebaut haben. Vielleicht verbirgt sich da doch noch das eine oder andere Geheimnis. Aber das sieht nicht so aus. Ja. Das Problem ist, wir kommen hier nicht mehr hoch. Gleich ist Lara. Hm? Warte mal. Scheiße, wo ist das? Ist da was? Ist mir gerade mal sowas von egal. Ich muss ein bisschen runter, so dass ja meine Fresse so schon drüber ist. Als wenn ich der Lara hier Zunge ausstrecke, um. Dass. Die Lara das. Dass man das sieht. Was war das denn jetzt? Auf das Dach geguckt habe ich. Damit ich verbänglich bin. Ja. Vorsicht. Ja. Wo zum Geier bin ich jetzt? Hä? Bin ich jetzt wieder draußen oder was ist das? Raff ich nicht. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Gab's da drüben in der Nische eigentlich noch was? Ist mir gerade egal. Ich sag scheiße jetzt auf die Geheimnisse. Ich habe die Länder im Hauptspiel gesucht wie so ein verblödeter Ochse. Okay, 1 von 4. Okay, alles klar. So. Da unten waren doch noch mehr Türen. Egal. Wir nehmen das jetzt so hin. Jo. Was auch immer jetzt passiert ist. Wir nehmen das jetzt so hin hier. Bäh. Wenn die Kamera mal aufhören würde, so blöde hier rumzuwackeln, dann wäre ich sehr angetan davon. So. Wir speichern das aber mal wieder ganz oben hier. Ansonsten müsste ich jetzt das, was ich extra in der letzten Folge noch fertig gemacht hatte, nochmal machen. Das will ich nicht. Das will ich euch nicht antun und mir auch nicht. So, darüber oder hier runter? Wie viele Geheimnisse gibt's hier? Ist mir scheißegal. Ja. Das komme ich hier wieder hoch? Nee. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwas mit Atlantis war das. Warte mal. Wir gucken mal auf den Speicherstand, da steht das doch immer da. Spiel laden. Ja, die Festung von Atlantis. Wir sind also wieder bei Atlantis. Ja. Wir laden aber mal. Mhm. Ich will das mal gucken, was hier drüben ist. Jo. Ups. Ne. Ich liebe es, wenn sie so stöhnt. Jo. Na, gucke mal einer an. Was hätten wir denn hier wieder verpasst, wenn ich weitergerannt wäre, ey? Ja. So hätten wir schon mal ein Geheimnis. Gleich am Anfang, auch nicht schlecht. Oh, bück dich, Lara. Heb den Scheiß hier auf.
Oh, ja, deine wunderbare Taille. Ja, schön im verpixelten Style. Hervorragend. Geheimnis abgesandt. Können wir weitergehen? Ich sehe schon. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte so sagen gerade, ich sehe es schon. Ich habe den Satz noch nicht mal beendet. Und dann kommt hier so eine Scheiße. Oh, holen wir das Geheimnis noch einmal. Komm her hier, Lara, hier rüber. Du stehst ja darauf, dass ich alles zweimal mit dir mache. Ja, klingel, klingel, klingel. Ja. Na nun nimm's doch endlich. Mann, 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 Mann. Mädchen. Stell dich doch nicht so hart an. Kennt ihr das? Am besten bekannt ist mir das immer noch hier von Bugs Bunny, von dem Hahn. Vorkorn lecker, und der hat das immer so gesungen. Ding, 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 du da, de, du da, de. Er kennt noch Bugs Bunny. Ach, das ist auch schon so alt. Auch schon so alt, das Ding. Das ist ja aus den 60ern, 70ern. Wobei ich sagen muss, manche alten Sachen, ja, sind tausendmal besser als die neuen. So. Außer, naja, außer Tomb Raider. In gewisser Weise. Warte mal. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 150 Kröten hier drin. Wo? Na wo wohl? Genau vor meiner Nase. Komm her, du Zaubazi. Na, jetzt geht das mit in der Explodiererei wieder los hier. So. Ja, die atmen in Wände wieder. So. Ist das der Raum, den wir das letzte Mal hatten? Ne, das ist ein anderer Raum. Also ist ein anderer Raum. Wer steht auf Ostdeutsch? Ach, da drüben rennt das rum. Okay. Was hier unten? Speichern. Alles schön abspeichern. Was ist hier unten? Das ist rote Tunke. Dort will ich ungern hineinfallen. Oh. Es geht nicht nur um das Medipäckchen, es geht um das Geheimnis, was dahinter stecken könnte. Das ist böse. Das ist wirklich fies gemacht. Ich versuche das jetzt noch ein, zwei Mal, und wenn es nicht klappt, dann leckt mich doch am Arsch damit. Das ist wirklich böse, Leute. Ich weiß, das ist machbar, das ist, aber ich glaube, dafür bin ich so untrainiert, hier die Lara hier zu steuern. Müsste ich, wie gesagt, ich müsste hier diesen da machen. Nee, diesen da. Irgendwie nach vorne so genau abpassen, dass das genau dazwischen passt hier so. Also nicht. Wie gesagt, lange werde ich das nicht probieren, ich will ja weiterkommen. Ah! Jetzt ist bloß die Frage, ob wir hier auch wieder wegkommen. Aber ich speichere das mal extra hier. Wartet mal. Ja, natürlich war das Ertönen, die Klingeln von einem Geheimnis nicht zu hören, was mich gerade ein bisschen ankotzt. Ja. Schaffst du das hier rüber, ohne dass du dir die Birne einhaust? Jawohl, ja. Alter, mit Fingerspitzengefühl und Geduld geht das. Ja. Wir haben zwar Lara hier ja mehrere Male sterben sehen,
Für ein Geheimnis, für ein Medipäckchen, für ein kleines Medipäckchen, um genau zu sein. Hä? 86 Pfeifen, ja, warte mal, ja, mehr drin. Ja, besser. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich auch auf einer anderen Seite hätte rankommen können, hier lang, kriegt ab auf die Nüsse. Jo, das sieht auch wieder aus wie ein potenzielles Geheimnis. Kein Klingeln, keine Ahnung, scheiße. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht dein Geheimnis nachdackeln. Und ich werde es auch hier nicht 100 Mal wiederholen. Fertig. Punkt aus, Thema zu Ende. Schluss aus, Ende, Feierabend. Hol die weiße Fahne raus. Kennt das noch jemand? Schau das Manitou. Oh, weia. So, jetzt wieder die Frage. Wo lang? Hier lang? Das ist auch Medipack. Oder hier hoch. Naja. Die Frage beantwortet sich relativ einfach, wenn ich hier so runter sehe. Das wird nichts. Da kann ich mich hier unten irgendwo festhalten. Nee. Nee, Leute. Das fällt aus, hier komme ich nicht runter. Es sei denn, ich kann mich hier irgendwo rüber hangeln, aber das sieht nicht danach aus. Eine Hangelkante oder sowas. Nächster. Ja, reicht ja nicht, dass sie durch den Sturz gestorben bist. Sie müssen noch eine Kugel drüber rollen. Hab ich natürlich jetzt schon hier drüben das Zeug hier? Natürlich nicht. Bling. Hab's zurück. Nimm. Jo. Der schwarze Fußboden, da sieht man nichts. Speichern. Was ist hier hinten? Er lutscht sich da bestimmt irgendwo runter. Wir gehen auf jeden Fall mal hier hoch. Alles andere ist mir gerade mal zu gefährlich. Die Definition des Wortes hoch variiert ein bisschen hier in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Hier unten geht es auch tief runter. Was ist hier drüben? Ist hier drüben irgendwas? Kann man sich hier irgendwo lang hangeln? Guck mal hier. Guck mal, guck mal. Ja, aber geht nicht, oder? Ui. Die Frage ist, wie weit komme ich? Was für einen Sinn das hat? Das wird irgendwie immer steiler hier, das gefällt mir nicht. Und dann kommt Lava aus der Wand. Hat das jetzt irgendeinen tieferen Sinn hier? Einmal von hier oben irgendwo drauf fallen lassen. Wie gesagt, wenn es nicht passt, dann laden wir neu. Hier ist zu Ende. Okay. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was hier irgendwie Sinn macht. Mit der Aktion. Ja, aber man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal versuchen. Holri, Holtrio, Maya, haha. Aha. Oh, Geheimnis? Natürlich nicht. Ja. Extra speichern. Extra speichern wieder mal hier, falls wir hier falsch sind. Ja. Mal gucken, was ist hier unten. Ah! Da könntest du in den Aschekasten gehen, ne? So. Wir versuchen gleich noch mal die Richtung, aber erst will ich wissen, was hier ist. Ja, komme ich hier irgendwo hin? Was irgendwie Sinn macht.
Naja, also ich meine, wir jetzt hier drauf springen. Passiert nichts. Ja. So, die Kugel, die müsste doch gleich nochmal hier runterkommen. Was ist da? Nee, das ist nicht gegangen. Mit der Kugel. Hier runter geht's, okay. Wir locken also auf jeden Fall erstmal die Kugel hier raus. Wo ist das Scheißding? Aha. Da kommt's. So, hier, das Ding. Das will mich doch auch gleich überrollen hier. Naja, nicht mich, Lara. Ich hoffe mal, wir sind hier richtig. Da war das mit dem Hangeln gar keine so schlechte Idee. Aha. Manchmal kann ich auch ein bisschen mitdenken. Auch nur manchmal. Lara ist zwar schlauer als ich, aber manchmal klappt das. Dann nimm's doch endlich mal, Mensch, ja. Musst du erst draufpullern können? Nee, was ist doch schlimm mit dir? Ja, komm, da lang. Super, da reiht die Wackel, die Knifte auch gleich wieder wegpacken. So, nehmen wir jetzt das Ding hier. Warte, wo ist das Ding? Hier. Da haben wir 17 Pfeifen drin, das müsste reichen. Wo ist das Ding jetzt hergekommen? Dieser Kreis dort, hat der irgendeinen tieferen Sinn? Ja, hier lang. Was gibt's hier noch abzusahnen? Überall muss hier was liegen. Komm, ja, ich will hier Beute haben. Diese Hintergrundgeräusche, die sind aber manchmal auch ganz schön krass. Irgendwas wird mich gleich wieder anfallen hier. Na, wie gesagt, nicht mich, sondern Lara. Geht hier irgendwas auf? Nö. Keine Angst, sie ist nicht von alleine zurückgesprungen, das habe ich gemacht. Hier kennt noch was? Nö. Steht auf meiner Seite wieder da, was soll denn das? Ja, bitteschön. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will friedlich mit der Lara hier langlaufen oder so eine Scheiße. Habt ihr wohl eine Macke? Jo. Kletter mal hier hoch. Komm. Kletter doch mal hier hoch, mein Schmädel. Oh ja, da lang. Nö. Was ist hier jetzt? Von da unten bin ich gekommen. Da sind noch Mumpeln für mich. Das schießt doch nicht alles daneben. Ja, jetzt habe ich auch fast nichts mehr drin. Also mit dem Humpeln hier und in dem Addon, das ist wirklich ekelhaft. So, kommst du oben ran, Lara? Komm hier. Hervorragend. Auch hier. Hoch die Schenkel. Ja. Hier oben noch was. Meistens hat man dann hier oben ja eine Kante. Also jetzt meistens. Hin und wieder mal. Ja. Haben wir. Ja. Haben wir jetzt alles mal abge. Da habe ich ja richtig Schwein gehabt, dass die vorhin nicht kamen. Oder? Naja, gut, ich glaube, ich war so ein bisschen weiter drüben runtergerutzt. Ja, super. Und jetzt? Jetzt hockst du hier unten. Machen wir das mal so. Back to Atlantis. Zurück in Atlantis. Atlantis is calling. SOS for love. Ja, wenn ich Lara sehe, da passt das schon. Allen voran 2013. Jawohl. Oh, hätten wir es auch geklärt. Falls ich es noch nicht wusste. Falls ich es nicht schon mal erwähnt hatte. In einem Tomb Raider Spiel.
Ist das ein Geheimnis oder ist das kein Geheimnis? Und hier, das nehmen wir mal mit hier. Natürlich kommt ja wieder so ein Flattermann angeflattert. Zwei! Was schießt doch nicht den ganzen Mist hier? Wir haben zwar die Hälfte daneben geschossen, aber jetzt. Jedenfalls müssen sie benommen mit normalen Pistolen tun. So. Das Speichern war aber jetzt trotzdem. Ich meine, wir haben das Level und dann noch eins und dann ist vorbei. Dann sind wir endlich bei Tomb Raider 2, Leute. Da haben wir wirklich schon hier komplett den ersten Teil. Ups. Nö, das lade ich neu. Bei purer Blödheit lade ich nicht neu, bei noch blöderer Blödheit lade ich neu. Jo, jo. Kommst du ein bisschen sicherer runter, Lara? Jo. Hier unten ist eine rote Tunke, hier gehe ich mal nicht runter. Da könnte Lara ein wenig heiß unter ihrem Arsch werden. Jo. Wo jetzt hin? Hier unten ging es lang. Was ist dort oben? Ist dort oben eigentlich noch was? Hier rutscht sie. Da oben in dem Ding. Hier rutscht du nur runter, oder? Jawohl. Ja, dort oben in diesen Löcheln da. Ist dort noch was oder ist dort nichts mehr? Das will ich wissen. Eher gehe ich nicht nach Hause. Bevor ich das nicht weiß, fertig. Ja, guck hier. Kletter doch mal hier hoch, Mensch, das kannst du doch so gut. Ach, verdammt. Nein, was machst denn du? Jawohl, ja. Und jetzt hier, warte, so. Ja. Wo ist denn das Ding? Da muss man da irgendwie drüber kommen. Ich will hier, warte, hier, drüber. Hier, links da, hier. Was ist hier? Da ist doch irgendwas. Da müsste man. Nee, nie laden. Sichern. Jo, ja. Kommst du irgendwie hier rüber? Wenn ich jetzt das so mache. Ja, genau daneben. Ich will wissen, was hier ist. Wahrscheinlich ist es bloß wieder eine Falle. Oder muss ich hier drauf? Warte mal. Geht natürlich auch. Nein! Ich will daneben laden. Ich will daneben rein. Ich will ins andere Loch. Flucht doch mal. Ja, das packt sie nicht. Hier kommt sie nicht drüber, scheiße. Nee, warte mal. Wir machen das mal. Am Ende ist das so völlig sinnlos. Ich bin wahrscheinlich bloß wieder zu doof dazu. So, das speichern wir jetzt mal und dann versuchen wir drüben hinten rein zu hüpfen. Ja, funktioniert nicht. Natürlich nicht, was denn sonst? Nein! Lara! Sei doch nicht immer so widerspenstig. Weißt du was? Leckst du mir am Arsch. Hab keinen Bock mehr. Weiter hier. Oh.
Wir gehen jetzt hier unten runter. Hier ist da was. Hier war da irgendwas offen. Hier hinten. Jo. Schön, dass ich unbedingt die Energie verlieren muss. Das ist hervorragend. So, ich komme auf jeden Fall dort nochmal hoch. Da oben waren ja die Türen. So, was soll das jetzt hier werden? Ach, das sind die Löcher. Also ich komme dort oben auf das Ding drauf, oder was? Wenn ich dort oben in das Loch bringe. Was ist denn hier unten? So. Irgendwie stinkt das hier nach Falle. Ich kann weiß auch nicht. Na, dann nimm's doch mal. Hier richtig schön an der Kante. So. Jetzt hat man das. Da drüben ist noch was. Noch eins. Ja, irgendwo werde ich gleich hier runterbrechen. Da sehe ich schon. Komm. Ja. Ja. Nimm mit. Jo. Aber. Hier dahinter liegt auch noch was. Oder? Ist hier noch irgendwas? Ist das vom Erfinder so gewollt? Sieht nicht so aus. Gut, okay. Wie viel haben wir noch? Wie lange haben wir noch? Baden. Das probiere ich jetzt nochmal fix. Warte mal, ich probiere mal was anderes. Aber hier hält sie sich nicht fest. Geht auch nicht. Wo ist hier der Trick? Die krepiert sie auch nur. Wie zum Teufel komme ich hier runter? Na gut, hier kann ich schon mal drauf. Und ich hier drauf. Der ist eigentlich so gemacht, dass ich hier nicht gegen die Wand rutschen kann, oder? Genau. Ich müsste rein. Ich müsste versuchen, da reinzukommen. Hier rein. Was ist denn hier? Hier müsste ich rein. Ich sag bloß, ich muss doch dort oben rein, wo ich erst nicht weiter versuchen wollte. Jo. Aber ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge weiter. Auf jeden Fall sind wir jetzt im dritten von 4 Leveln. Wir nähern uns langsam wieder dem Ende der Director's Cut. Und damit, Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.